Meine stille Leidenschaft von Martina Moritz. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich bin verrückt danach. Sie sind echte Fundgruben der Inspiration für mich. Neben Fußbällen, Kirschkernsäckchen und Ferrari-Fanartikeln findet man magische Amulette, Plastikhexen mit Totenschädeln und mexikanische Ledertaschen. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich einen aufblasbaren, 1,50 Meter hohen Plastikweihnachtsbaum ergattert, der hübsch dekoriert mit aufgemalten Weihnachtskugeln und Kerzen mein Herz im Sturm eroberte. Originell war auch der als Blues Brother verkleidete Schokoladen-Nikolaus mit Waschbrettbauch, den ich für Elfi erwarb. Elfi hatte ihn zum Fressen gern. Hätten Sie gewusst, dass ein Mann, der seiner Frau jedes Jahr Parfum schenkt, ein Langeweiler ist, der keine Lust hat, sich ein individuelles Geschenk für seine Liebste auszudenken, und dass Tante Trude, die grundsätzlich nur schöne Rahmen mit dem eigenen Bild verschenkt, sich selbst ein Denkmal setzen möchte? Zugegeben, ein wenig anstrengend ist es schon. Finden Sie mal zwischen Weihnachtskugeln, Glühwein und Bienenwachskerzen einen Glasdalmatiner mit Knochen. Aber spätestens, wenn Achim, Elfi und ich die Geschenke unterm Plastikbaum auspacken, ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich ergötze mich an Achims Gesicht, wenn er den Klobrillen-Plüschbezug auswickelt. Und ich helfe Elfi in den Ballerinentütü. Ja, nicht, dass Elfi tanzen könnte, aber sie sieht darin bestimmt entzückend aus. Karibische Jingle Bells von Rita Fehling. Ach, Weihnachten ist doch so schön. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn du irgendwo wärst, wo man nicht so feiert wie hier, wärst du auch nicht zufrieden. Mensch, das ist es, denke ich mir. Irgendwohin, wo es nicht so verdammt weihnachtlich ist. Ganz vorsichtig frage ich bei meiner Familie an, ob wir in diesem Jahr nicht mal verreisen wollen. Es gibt doch bestimmt noch ein paar günstige Last-Minute-Angebote, locke ich. Doch Kind und Mann wollen nichts davon wissen. Weihnachten ist nur schön zu Hause. Ich erzähle meinen beiden von den vielen Dingen, die ich noch zu erledigen habe, und male gleichzeitig in den schönsten Tönen die Vorzüge einer karibischen Weihnacht aus. Es hat einige Tage gedauert, aber ich hab's geschafft. Eine Woche Dominikanische Republik. Ein Wahnsinn! Weihnachten am Strand, Palmen, Meer und warmes Wetter. Das Hotel hat natürlich für den 24. ein besonderes Programm. Für die meist europäischen Gäste haben sie ein perfektes Arrangement zusammengestellt. In der Lounge des Hotels ist ein riesiger Tannenbaum aufgestellt. Man sang Jingle Bells. Alle sangen Jingle Bells, auch wir, mit tränender Rührung in den Augen. Weihnachtslieder singend genossen wir den heiligen Abend und dachten an unsere Lieben daheim. Ja, es war wunderbar, bestätigte ich meiner Freundin. Ich bereue nichts, nicht, dass wir dieses Mal vor Weihnachten geflohen sind. Ja, ob wir denn nichts vermisst hätten, fragte sie noch. Vermisst? Nö. Naja, vielleicht hätten sie noch O Tannenbaum singen sollen.